Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 14 News Update. Ihr seht es im Hintergrund schon, geleaktes Gameplay Olympus After Dark. Das erste Mal seit 3 Jahren gibt es das Halloween-Event dann nicht auf Kings Canyon After Dark, sondern wie gesagt Olympus. Geleaktes Gameplay, der Kollege landet jetzt gleich, fährt mit dem Trident einmal rund um die gesamte Map, damit ihr sehen könnt, wie die gesamte Map so aussieht. Es sieht auf jeden Fall ultra nice aus und das Event steht kurz bevor. Der Gunrun-Modus endet am 4.10. Punkt 19 Uhr und dann startet sofort das Halloween-Event. Ich habe jetzt hier nichts vorbereitet in Sachen Skins. Das Event besteht aus 4 Phasen. Unter anderem soll es mitten in diesen 4 Phasen einen Teaser für die neue Map in Season 15 geben. Und allem Anschein nach könnte das der Teaser sein, den ich auf dem Drittkanal gezeigt habe. Wer das noch nicht gesehen hat, ich verlinke es hier. Es lohnt sich da reinzusehen. Der ein oder andere hat sich da ein bisschen gewundert, warum in dem Teaser überall nur Nebel ist und man kaum was von der neuen Map sieht. Das wird natürlich final, weil das einige dachten, dass dann der Nebel final in Season 15 auf der neuen Map auch da ist, was natürlich Bullshit ist. Der Nebel wird dann verschwunden sein. Das ist halt einfach nur ein Teaser. Und wir sehen die neue Map, sieht auf jeden Fall interessant aus. Zieht euch das rein. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass wir mitten im Shadow Royale Modus auf der Encore Map kurz, also auf der Arena Encore Map landen. Und dann kommen wir in so ein Flugschiff. Seht ihr im Gameplay alles komplett, muss ich eigentlich nicht weiter erklären. Guckt es euch einfach an, es lohnt sich auf jeden Fall da vorbeizuschauen. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, sollte das vielleicht auch tun. Da kommen immer mal ein paar interessante Sachen. Wir starten jetzt mit den 4 Phasen. Am 4.10. geht's los. Bis zum 11.10. der ganz normale Shadow Royale Modus, so wie wir ihn aus den verschiedenen Halloween Events auf Kings Canyon After Dark schon hatten, wird das da genauso sein. Wenn ihr drauf geht, werdet ihr zu einem Schatten, der keine Waffen mehr benutzen kann, der aber deutlich schneller rennen kann. Nahkampfangriffe sind extrem stark. Ihr werdet so lange wieder gerespawnt, wenn ihr getötet werdet, bis der letzte aus eurem Squad ebenfalls in der Schattenform ist. Dann seid ihr raus. Macht auf jeden Fall ultra Bock. Wer das noch nie gespielt hat, solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Und erstmals auf Olympus wird bestimmt eine feine Sache. So, 2. Phase startet dann ebenfalls am 11.10. bis 18.10. Dort kommt der Gunrun-Modus wieder für eine Woche bei oder auf Olympus After Dark. Es ist aber noch nicht ganz sicher. Ich kann euch natürlich auch nochmal die Leaks hier, also die Quellcodes, die gefunden wurden, hier mit einblenden. Ich mache das mal ein bisschen größer hier, obwohl zu groß will ich es nicht machen. Ihr sollt ja das Gameplay sehen. Dort steht auf jeden Fall, dass der Gunrun-Modus Olympus bei Nacht ja, da stehen halt keine Maps. Welcher Spot von Olympus jetzt den Gunrun-Modus beinhaltet, keine Ahnung. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir auf der gesamten Map den Gunrun-Modus machen können. Könnte natürlich sein, dass wir wirklich spawnen und die 26 Waffen durchweg mit unserem Squad auf der gesamten Map fighten müssten. Das wäre natürlich eine Nummer, aber das kann ich ja aktuell noch nicht sagen, ob das wirklich so ist. Sobald die ganze Geschichte vorbei ist, am 18.10. startet die 3. Phase, am 18.10. bis zum 25. Dort kommt Kontrolle für eine Woche zurück. 3 Maps, Barometer Stormpoint, Lava Siphon World's Edge und Hammond Labs After Dark. Das wird bestimmt auch eine richtig edle Geschichte. Und die letzte Phase startet dann am 25.10. bis 1.11. kurz vor Release von Season 15 nochmal eine Woche Shadow Royale auf der Map Olympus. Und jetzt haben wir noch etwas stehen, das mache ich mal ein bisschen größer. Das scheint anzuteasern. Unten, wo steht Final-Lore-Event. Das scheint das zu sein, dieser Teaser, wo wir auf der Arena-Encore-Map landen, laufen ein paar Meter bis zu diesem Flugschiff, was uns dann auf die neue Map teleportiert und so weiter und so fort. Soll wohl am 11.10. schon starten und geht bis zum 19.10. Und es gibt aber noch einen zweiten finalen Part, der etwas später startet. Das sieht man jetzt hier etwas bescheiden, geht aber vom 19.10. bis 1.11. Es kann sein, dass auch der zweite Part erst der Part ist, wo wir dann auf der neuen Map landen und dort
um diese Map drumherum fahren, einmal und dann wieder raus sind. Und es kann sein, dass der erste Part etwas völlig anderes ist. Das steht noch so ein bisschen in der Schwebe. Also kann ich euch da aktuell noch nicht mehr sagen. Sollte es da mehr Informationen geben, halte ich euch natürlich wie immer auf dem Laufenden. Ich lasse euch jetzt mit dem Rest des Gameplays alleine. Und ich bin auf jeden Fall in den Kommentaren gespannt. Freut ihr euch auf das Halloween-Event? Sollte ich demnächst noch alle Skins für dieses Event zusammenbekommen, gibt es nochmal ein extra Video. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und ansonsten wünsche ich euch schon mal ein schönes Restwochenende. Wer Bock hat, morgen zwischen 17 und 18 Uhr streame ich wieder. Dort werde ich wahrscheinlich erstmal im Duo bis Dia noch grinden. 500 Punkte fehlen. Und danach kommt Schweini wieder dazu. Und dann spielen wir noch ein bisschen Gunrun. Wird sicherlich eine lustige Geschichte. Auf Twitch vielleicht auch. Nee, auf YouTube streame ich nicht. Also schaut auf Twitch vorbei. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Viel Spaß jetzt noch mit dem Rest des Gameplays.